Herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial von So macht Katz das. Heute möchte ich dir zeigen, wie du den 2x2 Zauberwürfel lösen kannst. Und zwar als absoluter Anfänger. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Es ist, was ich betonen möchte, nicht unbedingt die kürzeste oder eleganteste Methode zum Lösen des Würfels, aber es ist meiner Meinung nach die einfachste für einen Anfänger. Also sehr leicht verständlich. Als allererstes, bevor wir irgendetwas machen, schau dir doch deinen Zauberwürfel einfach mal an. Und zwar schau mal, welche Farbe liegt denn welcher Farbe gegenüber. Also bei mir ist es so, dass gegenüber von Gelb Weiß liegt, gegenüber von Rot Orange und gegenüber von Blau Grün. Das ist bei den meisten Würfeln so. Es kann aber sein, dass du einen Würfel hast, bei dem das anders ist. Das ist aber nicht weiter schlimm. Du solltest dir nur merken, wie das bei deinem Würfel ist. Also welche Farben sich gegenüberliegen. Das brauchst du später für die Lösung. Falls du es dir nicht merken kannst am Anfang, kannst du es dir auch aufschreiben. Das ist das Wichtige. So, und dann fangen wir einfach mal an und mischen den Würfel mal ordentlich durch. Ja, mein Würfel ist jetzt schön gemischt, deine auch. Und wir fangen jetzt an, indem wir uns irgendeine beliebige Farbe aussuchen und da die erste Seite fertig machen. Ich suche mir jetzt mal blau aus. Also die meisten Anfänger-Tutorials fangen ja mit weiß an, aber man muss ja nicht alles so machen wie die meisten. So, und zwar suchen wir uns eine blaue Ecke aus, wo das Blau nach oben zeigt, denn hier oben machen wir die blaue Seite. Und diese Ecke sollte rechts oben sein. Was noch wichtig ist beim Zauberwürfel, damit du den besser lösen kannst, ist nicht nur in Flächen zu denken, also zweidimensional, sondern dreidimensional. Das heißt, dass wir auch immer die angrenzenden Flächen mit berücksichtigen müssen. In dem Fall heißt es, dass wir oben eine blaue Fläche haben, hier eine rote und hier die gelbe. Wenn wir jetzt also den zweiten blauen Eckstein daneben setzen, dann sollte der auch hier mal eine rote Fläche haben. Wir suchen also den blau-roten Eckstein, da gibt es nur noch einen. Und idealerweise ist der unten auf der unteren Ebene. Wenn er auf der oberen Ebene sein sollte, dann müsstest du ihn runterdrehen. So, und zwar wollen wir jetzt ja diesen blau-roten Eckstein, den ich hier unten habe, wollen wir ja hochholen. Dafür drehen wir den uns erstmal hier rechts unten hin. Also da, wo er hin soll, das ist rechts oben und da, wo wir ihn herholen, ist rechts unten. Mit diesem Algorithmus, den ich dir jetzt gleich einblende, holst du immer den Stein von unten rechts nach oben rechts. Jetzt mache ich den mal ganz langsam vor. Es ist ein ganz einfacher Algorithmus, also Algorithmus heißt die Drehabfolge, mit nur 4 Drehungen, den wirst du ganz schnell drin haben. So. Und du siehst, wir haben ihn schon hochgeholt mit einer Drehung. Es kann sein, dass es bei dir so ist, dass der zwar oben ist jetzt der Stein, aber noch falsch rum sitzt, dann führe einfach diese 4 Drehungen aus, so lange bis der Stein hier richtig in der Ecke sitzt. Wir gehen dann weiter und machen also hier in dieser Ecke wieder einen blauen Stein, der auch weiß sein muss, weil hier blau-weiß, weil hier die weiße Seite gemacht wird. Den suchen wir wieder. Blau-weiß, der ist hier unten. Und dann drehen wir uns dahin, wo wir ihn reinmachen wollen. Jetzt ist er ja auf der linken Seite, wir müssen das aber auf die rechte Seite drehen. Also der blau-weiße Stein, Eckstein, ist hier unten und den holen wir jetzt mit der gleichen Abfolge von Drehungen nach oben. Und da ist er schon. Also heute klappt es wie am Schnürchen mit einer Drehung nur, also mit einem Algorithmus. Können wir gleich weitermachen. Jetzt brauchen wir den blau-orangenen Eckstein. Das ist der letzte sozusagen. Auch diesen drehen wir uns wieder hier rechts hin. Und jetzt haben wir nicht nur die blaue Fläche richtig,
sondern wir haben schon die komplette obere Ebene gelöst, wie du siehst. Also die halbe Miete ist schon drin, der halbe Würfel ist schon fertig. Und jetzt kümmern wir uns noch um die zweite Hälfte. Dafür drehen wir den Würfel einmal um. Jetzt ist wichtig, dass du schaust, und das schult dein räumliches Vorstellungsvermögen ein bisschen, dass so viele Ecken wie möglich hier schon mal an die richtige Stelle gedreht werden. Denn die obere Ebene kannst du ja noch verdrehen, da machst du nichts kaputt. So, du siehst, also hier habe ich schon eine Ecke gefunden, die sitzt richtig und ist sogar auch richtig rum. Dann mach mal weiter. Du kannst dich immer schön orientieren hier an der unteren Ebene, weil die haben wir ja schon fertig. Das heißt, hier wird mal die rote Seite sein und hier wird mal die weiße Seite sein. Und oben die grüne. Die sieht jetzt schon schön fertig aus, aber ist es leider ja nicht, weil wir müssen ja hier noch einiges verdrehen. Das heißt, wir brauchen hier den Stein rot, weiß, grün. Der ist also falsch. Der hier war richtig. Das merke ich mir mal, indem ich den darum dahin lege. Die nächste Seite, sehen wir, ist auch schon richtig. Das heißt, es müssen nur noch diese beiden Ecken tauschen. Ich blende dir jetzt auch nochmal was ein. Bei dir kann das nämlich anders aussehen. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Entweder wie bei mir, dass diese beiden Ecken tauschen müssen. Oder vielleicht hast du auch nur eine Ecke gefunden, die richtig ist und die anderen drei müssen einmal durchwechseln. Oder es kann auch sein, dass diese beiden tauschen müssen. Diese drei Möglichkeiten. Und für jede dieser Möglichkeiten gibt es dann einen Algorithmus. Aber das ist dann auch schon alles. Also noch mehr Algorithmen gibt es jetzt bei diesem Tutorial nicht. Also ist relativ kurz. So. Also, wir drehen jetzt den Würfel mal so hin, nach einer dieser drei Möglichkeiten. So, also bei mir müssen diese tauschen. Ich blende jetzt nur mal zu Beginn den Algorithmus ein für meine Position des Würfels. Die anderen beiden blende ich später noch ein. Also falls du bei deinem Würfel jetzt eine der anderen beiden Möglichkeiten hast, dann schau einfach nur mal kurz zu. Du kommst auch noch gleich zum Zug. So, und ich führe jetzt mal ganz langsam den Algorithmus aus. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Ecken an, ob die jetzt richtig sind. Also das sieht man auf einen Blick, dass die richtig ist. Hier brauchen wir die weiß-orange-grüne Ecke. Die ist auch am richtigen Platz, nur noch falsch rum. Das interessiert uns aber erstmal nicht. Wichtig ist, dass sie am richtigen Platz ist. Hier brauchen wir orange-gelb-grün. Das ist auch die richtige Ecke. Und diese sitzt auch schon richtig. So, und jetzt habe ich ja gesagt, dass ich die anderen beiden Möglichkeiten auch noch einblende. Und du drückst dann am besten mal auf Pause und versuchst es einfach nach den Abbildungen selbst zu lösen. Also, dass du es auch schaffst, die vier Ecken an die richtige Stelle zu bringen. Das ist ganz einfach. Du musst wirklich nur nach den Abbildungen gehen. Das schaffst du. Und wenn du das bei dir geschafft hast, dann kannst du ja wieder Play drücken und dann machen wir den letzten Rest noch gemeinsam. So, jetzt hast du es auch geschafft. Schön, es freut mich. Jetzt müssen wir nur noch die vier Ecksteine, beziehungsweise bei mir sind es jetzt nur noch zwei, richtig rumdrehen. So dass, also am richtigen Ort sind die ja schon, aber sie sind ja noch verdreht. Und das geht wirklich sehr, sehr einfach, denn du brauchst, wie gesagt, keinen neuen Algorithmus dazu, sondern du nimmst einfach den allerersten Algorithmus, diese vier Drehungen, die wir am Anfang genommen haben. Also ich fange jetzt mal einfach mit dieser, diese Ecke ist ja richtig. Dieses ist auch richtig. Ich fange jetzt mal mit dieser Ecke an und führe einfach diesen Algorithmus, den ganz einfachen, vom Anfang nochmal aus. Genau. Also grün muss oben sein, orange und weiß
ist jetzt richtig. Ach so, und was wichtig ist, den Würfel nicht im Ganzen rumdrehen. Und auch keine Sorgen machen, wenn jetzt der andere Würfel, also wenn das jetzt kaputt aussieht, das dreht sich zum Schluss wieder richtig hin. Also den Würfel so lassen und einfach hier die obere Ebene zur nächsten Ecke weiterdrehen, die du lösen willst. Die ist ja schon richtig, also drehen wir nochmal. Die ist auch richtig. Müssen wir nur noch die lösen. Also da muss ja noch grün nach oben. Und fertig ist der Würfel. Ich hoffe, das hat bei dir jetzt auch so geklappt. Ja, wichtig ist, du gehst wirklich nur immer die obere Ebene, drehst du immer eins weiter und kümmerst dich um die Ecke, die immer rechts ist. Und das untere muss gleich bleiben. Und dann löst sich der Würfel von ganz allein. Ansonsten, lass dich nicht so schnell entmutigen, wenn es nicht beim ersten Mal geklappt hat. Das ist gar nicht so schlimm, denn der Zweierwürfel ist so schnell gelöst. Also dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nochmal von vorne anfängt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit deinem 2x2-Würfel. Und wenn dir das jetzt zu einfach ist, dann kannst du dich ja vielleicht auch mal an den 3x3-Würfel herantrauen. Dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht. Du kannst auch meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Ich werde bestimmt noch das ein oder andere Tutorial zum Zauberwürfel machen, aber ich mache auch viele andere Tutorials zu anderen Themen. Würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!